هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح كالريح. Denn wir wissen, dass das Ansehen der Muslime in Deutschland oder auch weltweit teilweise schlecht ist, aus folgendem Grund, dass viele Muslime die Religion nicht praktizieren. Aber natürlich ist der Muslim, der eine schlechte Tat macht, zur gleichen Zeit jemand, der dem Ansehen des Islam in Deutschland schadet. Und der Muslim, der anfängt, die Religion richtig zu praktizieren, der wird auch immer auch diese Barmherzigkeit in uns spüren, diesen Menschen etwas rüberzugeben. Und wir müssen wahrlich hier stehen, dass unser Herz schlägt für diese Botschaft. Und zwar jeder Herzschlag. Und dass jeder Atemzug, den wir machen, für diese Botschaft ist. So wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist ein Zeichen des wirklich wahren Glaubens. Dass du dir Sorgen machst, dass du Barmherzigkeit in deinem Herzen hast für deine Nachbarn. Dass du nicht schon denkst, ich bin gerecht, ich bin Muslim. Auf gar keinen Fall. Glaub mir. Und du siehst einige Leute um uns herum, die versuchen, die Dauer zu stoppen. Die erzählen dir, wenn du Dauer machen willst, musst du erstmal Wissen haben. Wir sagen, das stimmt. Was für ein Wissen? Musst du ein Alim sein? Ansonsten, wer will denn sonst Dauer machen, wenn nur der Alim Dauer machen kann? Du musst Wissen haben von dem, wozu du aufrufst. Und jeder Muslim muss Wissen haben, wer sein Schöpfer ist, was La ilaha illallah bedeutet, was Muhammad Rasulullah bedeutet und was es bedeutet und wie man betet, warum das Gebet nicht ist. Es ist falsch zu denken, dass nur der Alim Dauer machen kann. Wenn du nicht reden kannst, dann kannst du ihm ein Buch geben. Wenn du nicht reden kannst, du kannst ihn zumindest einladen in die Moschee, wo ein Unterricht stattfindet. Oder ihn auf eine Internetseite aufmerksam machen, wie zum Beispiel www.einladungzumparadies.de. Ja. Du musst so eine Karte. Aber es ist das hier. Was ist der Sinn des Lebens? Sagt er, in den meisten Fällen, das ist ja hier. Gehen wir auf die Seite. Top 10 finde ich, schau dir mal an, das ist sehr interessant. Da ist ein deutscher Muslim, der ist bis da auch mit dir. Gehst du auf deine Arbeitsstelle, gibst du jedem eine Kerze. Und das ist die Netzdauer. Das heißt, wir reden, was da meinte ich eben mit Angeldauer. Angeldauer ist diese Dauer. Wir sitzen an dem See, schmeißen die Angel rein, erwachen nur, bis irgendwann mal eine Hand beißt. So ist das im Moment in Deutschland. So kannst du mit 10.000, hiermit kannst du mit 10.000 Mann auf einen Tag Dauer machen. Und irgendwo ist derjenige, der sich das anpasst. Allah Ta'ala sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ بَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Diejenigen, die das verschweigen, was sie von der offenen Erklärung und von der Rechnung herabgesagt haben, wird Allah verfluchen. Und die Fluchen werden sie verfluchen. Deswegen braucht man sich nicht zu wundern, wenn man die Lage von einigen sucht. Es soll von euch eine Umma entstehen, die das Gute gebieten, die zum Guten rufen, das Gute gebieten, das Schlechte verwehren. Was ist das Gute gebieten? Zum Tawhid rufen, zum einen Glauben rufen und das Schlechte verwehren. Und diejenigen, was werden sein? Eine Eigenschaft, mit der Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten beschreibt. Eine Eigenschaft, über die Allah sagt, dass das beste Wort ist. Eine Eigenschaft, über die Allah sagt, dass diejenigen, die erfolgreich sind. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran ganz deutlich, das beste Wort ist besser als der zu Allah ruft. Gutes tun und sagt, ich gehöre zu den Gott gegeben. Es gibt einige Leute, die sogar die Frechheit benutzen. Kommt sie mit Dawa, dass man Dawa machen muss. Und bei den Leuten sage ich nur, Qatalhumullah. Möge Allah sie bekämpfen. Weil sie die Verse des Korans suchen. Zurück zu dieser Religion! Dass du dahinter stehst wie ein Mann. Und dass man sich nicht versteckt wie die Kanickel.
sondern dass man bereit ist, vor dem Pharao zu stehen und zu sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und inshallah bin ich der Letzte, der steht. Möge Allah mich festigen. So muss man sein. Wir sind keine Leute, die zu Gewalt rufen. Aber wir rufen dazu auf, stolz auf diese Religion zu sein. Das ist der wahre Weg. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Derjenige, der die Dauer einfach so dem egal ist. Aber wir sind nicht die Einzigen, die Dauer machen. Es gibt sicherlich auch andere Leute. Es gibt sicherlich auch andere Leute. Allah.